Hallo und herzlich willkommen zu Ausbilders Ausbildung. So, heute auf dem Plan Panzerfahren. Nein, Spaß. Erstmal so dazu, wie es zu diesem Ganzen hier kommt. Und zwar, T-Tops und ich spielen momentan Vize Beast und hatten jetzt auch keine Lust, Let's Plays darüber zu machen. Darum auch der Grund, warum wir in letzter Zeit so wenig geschickt haben. Tut uns auch ein bisschen leid, ne? Ein bisschen sehr. Ja, und auf jeden Fall. Dadurch, dass ich Vize Beast spiele und mein Englisch nicht besonders gut ist, habe ich alles auf Englisch momentan gestellt. Ist sowieso sinnvoller, wenn man Vize Beast spielt. So, das Problem war dann halt die Vize Beast Wiki. Ist leider nur auf Englisch quasi. Ich habe nämlich vorhin mal aus Spaß die deutsche Seite aufgerufen und da sind ganze 7 Seiten. 7. Also, das ist wirklich keine Seite da. Hoppla. Und dann habe ich mir gedacht, komm, bearbeitest du die und machst kurze Let's Plays, sag ich schon, Tutorials dazu. Und so kommen wir jetzt hier hin. Habt ihr halt nicht so viel Arbeit und ich lerne vielleicht auch noch etwas von euch. Naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu meinem ersten Teil, was ich euch vorstellen möchte. Das ist der sogenannte Iron Furnier, wenn ich das richtig ausspreche. Zu Deutsch ist es auf jeden Fall Eisenofen. Logisch, ne? So, den craftet man genauso wie einen normalen Ofen, und zwar mit, außer halt, dass man 8 Eisenbarren benutzt, die dann so umgestellt werden. Dann kommt da ein Eisenofen aus, der sieht dann bei mir in meinem Fall so aus. So, aber da das Herr sparen muss und ja, ich ein kleiner Sparfuchs bin und nicht einsehe, Ressourcen zu verschwenden, mache ich meine Eisenofen grundsätzlich so, weil Stein, dort hat man immer irgendwo rumfliegen. Mach dir kurz ein Eisen. Jetzt habe ich es aber. Ein Steinofen. Und braucht nur 5 Eisen statt 8. Ich finde, das ist doch eine Einsparung von 3. Da könnt ihr euch direkt eine Eisenspitzhacke machen. Prima, oder? Gut. So, ja, aber was bringt euch eigentlich dieser Eisenofen? Der Eisenofen hat im Gegensatz zu dem. Komm, geh da unten. Zu dem normalen Steinofen den einzigen Vorteil. Also, es gibt zwei Vorteile. Einmal, er ist schneller um 25%. Des Weiteren ist er um 20%? Ich glaube 20% effektiver. Weil er macht mit einem Kohlestück 10 Erze, kann er damit einschmelzen. Oder das später. Und das euch einmal kurz zu zeigen, werde ich das jetzt hier durchlaufen lassen und dann vorspulen. Ich hoffe, das gefällt. So, da wären wir auch schon wieder. Wie ihr seht, tatsächlich habe ich mit einer Kohle 10 Eisenbarren gemacht, anstelle von 8. Und da man Kohle doch für relativ viele Sachen braucht, wie ihr später noch erfahren werdet im Laufe des Spieles, ist das doch recht sinnvoll, diese Technik anzuwenden, wenn man es nicht noch anders machen kann. So, damit wären wir auch schon am Ende des wirklich kurzen Tutorials. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!